Ja, unser nächster Sprecher, der hat ja heute einen T-Shirt-Spieler-Legende an. Tatsächlich, als wir 2019 angefangen haben, uns mit agilem Arbeiten zu beschäftigen, da war der Thorsten schon längst eine agile Legende, könnte man sagen. Hat eine, auf jeden Fall eine Vorbildfunktion für uns auch wahrgenommen im Bereich der agilen Transition. Ist ja unter anderem auch in der Chefredaktion der Chefredakteur des Objektspektrums. Ja, das war so die ersten Dinge, wo der Thorsten mir immer wieder begegnet ist. Und ja, insofern lange Zeit eher jemand gewesen, wo wir gesagt haben, hey, guck mal, was der alles schon für Erfahrungen hat, Respekt. Und einige Jahre später erst haben wir uns dann tatsächlich auch persönlich kennengelernt. Umso mehr freut es mich, dass wir mittlerweile auch eine Zusammenarbeit pflegen. Und Thorsten ist auch unheimlich belesen und ein scharfer Analytiker. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr euch mit agiler Skalierung sozusagen beschäftigt und ihr eine Herausforderung habt, einfach auch mal ihn an der Stelle zu challengen. Ja? Ich habe ihn ja in einigen Meetings und so weiter erlebt und er wird euch auch allein durch seine Fragen mit Sicherheit schon weiterhelfen, Dinge zu analysieren, einfach vielleicht ein bisschen anderen Blickwinkel einzunehmen. Ein sehr scharfer Verstand und ich freue mich darüber, dass du uns erstmal erzählst, was ein SPCT ist. Ja, klar. Ja? Wer weiß das hier, was ein SPCT ist? Ja? Okay, also zwei Leute im Raum. Danach sind es hoffentlich dann über 50. Ja, viel Spaß mit Thorstens Talk über Portfolio Management. Ja, danke. Also ich freue mich wirklich, und das ist jetzt kein Spruch, wie man den am Anfang eines Vortrags macht, hier zu sein, sondern als wir uns als Kegon vor einigen Jahren gegründet haben, war eines unserer Regeln, die wir uns gegeben haben, lass uns nur mit Leuten arbeiten, zu denen wir Vertrauen haben. Ja, und ich denke mal, das Verhältnis von uns zu den Seiberts ist wirklich eins, wo man wirklich von wirklich tiefen Vertrauen sprechen kann. Wir haben inzwischen viele Dinge zusammen gemacht. Wir reden ganz wenig über Geld und ganz viel, wie können wir den anderen jeweils helfen. Das habe ich selten so erlebt und deswegen ist es wirklich eine Freude, hier zu sein und das heute zu machen. SPCT ist der Grund, weshalb ich tatsächlich nur in der Mittagspause noch hier bleiben kann und nicht weiter. Das steht dafür, dass ich Safe Program Consultants ausbilde, Safe Program Consultant Trainer. Und eigentlich bin ich gerade im Training. Ja, das heißt also, ein paar Straßen weiter bilden wir gerade Safe Program Consultants aus und der Felix hält da gerade die Stellung und ich bin jetzt mal rübergekommen, dass wir am Vormittag hier die Sachen machen können. Aber deswegen, wenn wir Dinge diskutieren wollen in der Mittagspause, bleibe ich noch da und danach muss ich dann leider aufbrechen. Haben wir das SPCT auch geklärt? Ich habe angekündigt, dass ich über Portfolio-Management rede, Portfolio-Management in skalierten, agilen Unternehmen. Das ist ein Husarenritt, wenn man das in 30 Minuten machen will. Jetzt habe ich so eine Spitzenvorlage bekommen, jetzt gerade durch den Vortrag vom Jens. Und auf ein paar Dinge mag ich da natürlich dann auch Bezug nehmen, weil eigentlich ganz viele Dinge, die wir dort kennengelernt haben, sind natürlich Dinge, die wir im Scaled Agile Framework eben auch angehen und dieses Scaled Agile Framework wird oft mit vielen Halbwahrheiten auch so kolportiert und vielleicht kann ich mit ein paar Dingen auch aufräumen. Trotzdem werde ich das nur am Rande eigentlich schaffen. Meine Frage zu Beginn, wer kennt denn das Scaled Agile Framework? Und wer arbeitet mit dem Scaled Agile Framework? Ja, und dann werde ich da ein bisschen vielleicht noch Hintergrund dann versuchen mitzugeben, soweit das in der Zeit geht. Ich bin nicht alleine hier, sondern ich habe meine typische Mannschaft mitgebracht, meine Mannschaft, mit denen wir normalerweise in unsere agile Transformation gehen. Das heißt, wir haben in unserer Kundschaft nicht immer so coole Unternehmen wie die Atlassians, sondern da sind dann ganz, ganz typische Rollen, also dass irgendwelche Chefs oder Chefs, die gibt es bei Atlassian auch, habe ich gelernt, die heißen die Gründer, ja, das sind die, die über das Geld irgendwie verfügen und das Geld verteilen. Das ist bei uns dann der Majestix. Wir haben dann Produktverantwortliche, habe ich gelernt, gibt es bei Atlassian auch. Das ist bei uns hier der Obelix. Ja, wir haben Architekten, die über die Software der Struktur normalerweise dann wachen und da Einfluss nehmen. Wir haben altgediente Projektmanager, die wir in neue Rollen setzen und die eigentlich ganz ähnliche Kompetenzen brauchen. Wir nennen das Release Train Engineer, das ist bei uns der Methusalix. Und wir haben
Wir haben dann diejenigen, die den Wundertrank mitbringen sollen, dass das Ganze dann auch funktioniert. Das sind die Agile Coaches, die Miraculix dieser Welt, mit denen wir arbeiten, wenn wir mit diesem Scaled Agile Framework in diesem Big Picture arbeiten. Was ich hier ganz schön finde, ist, dass es wird manchmal als hierarchisches Bild interpretiert. Was ich aber cool finde, das, was ihr vorhin bei Atlassian, auf dem, was wir nochmal in der Diskussion gesehen haben, abbilden, ist genau das, was wir hier eigentlich sehen. Das heißt, hier sind unsere Agile Teams, die an den Produkten arbeiten. Diese Agile Teams haben Abhängigkeiten, weil halt die Produkte in der Regel komplexer sind, als dass es an einem Team alleine hängt, die Dinge zu tun. Und die Abhängigkeiten werden gemanagt in unserem Team of Agile Teams, was wir Agile Release Train nennen. Das ist genau diese operative Ebene, die wir da hatten. Dort wird dann über solche Anforderungen, die wir in unserem Backlog haben, geredet und wie wir die dann gemeinsam planen und wegarbeiten können. Und alles, was hier oben ist, das ist eigentlich das, was im Agile Team der Product Owner macht, nämlich dafür zu sorgen, dass das Backlog von diesem Team of Agile Teams vernünftig gefüllt ist. Das heißt, dass dort gut vorbereitete und wertvolle Anforderungen im Backlog sind. Und das ist im Wesentlichen das, was auch hier oben in unserem Agile Portfolio Prozess passiert. Und das ist das, worüber ich heute erzähle. Das heißt, es geht darum, wie können wir in großen Organisationen, und große Organisationen sind tatsächlich nicht nur die, wo wir über 100 Entwickler reden, sondern wir haben jetzt vorhin gesehen, 2000 Leute bei Atlassian an der Produktentwicklung beteiligt. Wir arbeiten gerade in einem großen Konzern. Dort sind allein in einem Unternehmensbereich 3.500 Entwickler und wir haben dort 5 Unternehmensbereiche und darüber versuchen wir gerade die Entwicklung zu organisieren. Und da ist eine Portfolio-Diskussion eine ganz, ganz spannende Diskussion, wo auch über mehr als über 10 Einträge im Vergleich des relativen Schätzens gesprochen wird. Da muss man tatsächlich ein bisschen Struktur auch reinbringen. Habe ich mich sehr gefreut über dieses Wort in dem Vortrag vorher. Das andere ist, wir haben vorhin über Core Values gesprochen. Wir haben etwas ganz Ähnliches, nämlich unsere Lean Agile Principles, die den Grundrahmen des Handelns bilden. Und die kann ich jetzt auch in der Kürze nicht alle erzählen. Was aber die wesentlichen Prinzipien sind, die wir für unsere Portfolio-Diskussion brauchen, sind die, die ich hier mal fett gemacht habe. Es ist völlig klar, es geht um ökonomischen Nutzen. Das heißt, wenn wir Portfolioarbeit machen, geht es immer um Priorisierungsarbeit. Es geht immer darum, dass wir großen ökonomischen Nutzen erzielen. Und großer ökonomischer Nutzen heißt immer, wir reden über Business Cases. Das heißt, wie viel erwirtschaften wir uns mit dem, was wir eigentlich tun und wie viel müssen wir einsetzen dafür, dass wir diesen wirtschaftlichen Nutzen heben können. Das ist die ganze Diskussion, die wir in eine agile Welt und in eine agile Sprache bringen müssen. Ich gehe da mal auf das Sechste ein, weil unser wesentliches Werkzeug, was wir dafür nutzen, sind Kanban-basierte Systeme. Und Kanban-basierte Systeme visualisieren die Work in Progress. Das heißt, ein Prinzip, was für uns wichtig ist, dass die gesamte Entwicklungsorganisation, auch mit vielen Scrum-Teams, mit Release-Trains, ist für uns ein großes Kanban-System. Ja, wo wir Reifegrade von Anforderungen hin zu Lösungen, hin zu Lieferungen haben. Das ist ein großes Kanban-System mit verschiedenen Reifezuständen und wo wir dieses Pull-Prinzip, was wir auch vorhin in dem Vortrag gehört haben, wirklich implementieren. Und wenn wir ein solches Kanban-System implementieren wollen, dann müssen wir die Work in Progress limitieren, dann müssen wir an den Batch-Sizes arbeiten, dann müssen wir Warteschlangen, die im System sind, managen. Und ein wesentliches Teil, bevor wir überhaupt in eine agile Transformation starten, ist, wo sind eigentlich die wesentlichen Flaschenhälse in diesem gesamten Fluss? Und das ist halt in aller Regel auch oft das, wo wir Anforderungen reifen lassen, bevor sie auf die Teams kommen zur Entwicklung. Ja, also es gibt so eine schöne Geschichte, da waren wir bei einer Investmentbank und die smarten Investmentbanker meinten, also könnt ihr nicht mal ein Scrum in der IT einführen, weil die sind zu langsam für uns. Ja, und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal kurz so skizzieren, wo geht denn eigentlich die Zeit verloren? Und nach 2 Wochen stand dann da deutlich, 3/4 der Zeit war, bevor überhaupt das Backlog vor den Teams befüllt war und 1/4 der Zeit war dann tatsächlich für die Entwicklung. Und dann war völlig klar, wir haben gesagt, wir können natürlich jetzt ein Scrum einführen bei euren IT-Teams, aber was haltet ihr davon, Scrum einzuführen in der fachlichen Vorbereitung? Ja, wo nämlich da dann eigentlich die ganzen Flaschenhälse sind und auf die will ich jetzt gleich mal eingehen. Dann habe ich noch Apply Systems Thinking. Das ist auch ein spannendes Thema, gerade in solchen Unternehmen wie Atlassian, wo unheimlich erfolgreiche Teams, auch Scrum-Teams arbeiten
und wo man eigentlich erstmal Bewusstsein schaffen muss, dass es nicht darum geht, dass ein Team erfolgreich ist. Ein Scrum Master hat in einer großen Entwicklungsorganisation nicht mehr nur die Aufgabe, sein Team erfolgreich zu machen, sondern es geht darum, das gesamte System erfolgreich zu machen. Und wir haben komplexe Systeme, wir haben komplexe Produkte, wir haben komplexe Organisationen. Und es geht darum, immer System Thinking nach vorne zu treiben. Es geht nicht darum, dass du in deiner Abteilung, dass du in deinem Silo, dass du in deinem Scrum-Team erfolgreich bist, sondern was macht das Gesamtsystem erfolgreich? Und das ist ganz spannend. Das Gesamtsystem erfolgreich machen kann ich nur, wenn ich schnell bin und wenn ich über das Gesamtsystem Bescheid weiß. Und wenn ich, und dieses Bescheidwissen ist ein wesentlicher Parameter für eines der wesentlichen Dinge. Es war auch eine Nachfrage bei dem Vortrag vorhin. Wie werden eigentlich welche Entscheidungen getroffen? Was ist die Governance-Struktur in unserem Unternehmen? Wo wird welche Entscheidung getroffen? Agiles Arbeiten wird dadurch schnell, dass wir dezentrale Entscheidungen treffen. Dezentrale Entscheidungen sind dann richtig und in einem Alignment, wenn alle die strategischen Ziele kennen. Und deswegen war ich da über diese OKR-Diskussion in dem Vortrag auch, die wir eigentlich immer implementieren, wenn wir in unsere Strukturen hineingehen. Also, was haben wir? Ja, wir haben unsere strategischen Themen, die haben wir vorhin gesehen. Wir haben unser ökonomisches Framework, das unsere Priorisierungsregeln beschreibt. Wir haben dann unsere Teams, die wir in solchen Team of Agile Teams organisieren. Die finanzieren wir mit dem Geld, was wir für die strategischen Initiativen zu investieren bereit sind. Und die Priorisierung ist in unserem Portfolio-Backlog zu geschehen. Und diese Priorisierung nutzen wir, um die Vision, die wir vorhin auch gehört haben, in eine Roadmap umzuwandeln und aus dieser Roadmap dann tatsächlich jeweils die Aufträge für die nächste Vierteljahresscheiben. Das heißt, auch diese Zeitscheiben, die wir vorhin gesehen haben, ist das Typische, was wir haben. Das Team arbeitet im 2-Wochen-Rhythmus. Das Team of Agile Team plant im 3-Monats-Rhythmus. Wir haben eine Roadmap über ein Jahr oder über 3 Jahre und die strategischen Themen sind die langfristigen und das sind genau die Betrachtungsebenen, die wir hier haben. Und wir haben dann einen Regelkreislauf aus Diskussionen rund ums Investment Funding, das heißt, wofür geben wir Geld aus, dann, dass wir steuern, dass das Geld, was ausgegeben wird, tatsächlich auch wertschöpfend eingesetzt wird und dass wir in einer Governance gucken, wo stehen wir eigentlich in unserer Organisation mit dem, was wir uns vorgenommen haben und müssen wir uns eventuell neu ausrichten. Wenn wir Anforderungen reifen lassen, dann haben wir oft damit zu tun, dass die Unternehmen sagen, klar, wir haben ja auch so etwas immer gemacht, ja, wir haben auch immer Pflichtenhefte geschrieben, die sind halt meistens ein relativ schwergewichtiges Ding. Das heißt, wenn wir dann dahin kommen, dann haben sich manchmal Projekte irgendwie 1,5 Jahre in ihrer Spezifikation im Kreis gedreht und wir haben halt das Symptom, dass eben solche Anforderungen, die nicht schnell gezogen werden, in die Implementierung anfangen zu verwesen. Also halbfertig Produkte in unserem Kanban-Fluss sind halt leicht verderbliche Ware, die fangen direkt an zu stinken, besonders im Sommer, wenn es warm ist. Und deswegen müssen wir zusehen, dass wir Entwurfsentscheidungen, fachliche und technische Entwurfsentscheidungen quasi über die Zeit aufsammeln. Und dafür haben wir das, was wir Solution Intent nennen. Und das ist so eigentlich von der Zielsetzung sowas, was klassische Vorstudien auch sind. Bloß, dass wir versuchen, alle Entscheidungen so spät wie möglich zu treffen, damit wir dann sehr schnell, ohne große Wartezeiten, in die Entwicklung gehen können. Also kontinuierlichen Fluss durch das Gesamtsystem zu implementieren, indem wir solche Dinge tatsächlich dann auch entsprechend entwickeln. Und warum bleiben eigentlich diese Vorstudien so lange liegen? Oder warum hat es bei der Investmentbank diese Dreiviertel der Zeit gebraucht, um überhaupt die fachlichen Klärungen zu machen. In der Regel ist der Flaschenhals das, was der Produktmanager sein soll. Es ist in klassischen Prozessen so und leider auch in vielen Organisationen, die mit Scrum-Teams arbeiten, dass der Produktmanager ein Kommunikationsmonopol hat. Er redet mit den verschiedenen Stakeholdern, er redet mit dem Team, lauter bilaterale Kommunikation. Und wir kennen einfach die Werkzeuge, wie wir das in agilen Organisationen auflösen, nämlich durch Teamstrukturen. Das heißt, dass die verschiedenen Stakeholder mit dem Produktmanager in ein Scrum-Team gehen, dass die nicht im täglichen, sondern im wöchentlichen miteinander kommunizieren, austauschen, was muss ich eigentlich für Know-how, was muss ich für Entscheidungen anbringen, um die nächste Entwurfsentscheidung wirklich machen zu können und daraus dann tatsächlich sukzessive einzugrenzen, welche Implementierungsvarianten bleiben eigentlich relevant. Also, dass ich von diesem Set-Based Approach ausgehe und sage, mit jeder Entwurfsentscheidung grenze ich den Lösungsraum weiter ein, wird das Ding weiter reif und dann bin ich ready for planning and ready for implementation in meinem Gesamtentwicklungsprozess. Und das müssen wir tatsächlich auflösen und diese Teamstruktur kann noch ein paar Praktiken übernehmen. Auch da mussten wir uns überhaupt nichts ausdenken. Wir kennen die Praktiken aus solchen Dingen wie Design Thinking, aus dem Lean Startup, wo wir
wo wir mit einer Sicht von den Benutzern der Systeme ausgehen, ja, dass wir solche, wer benutzt das eigentlich, wer hat davon eigentlich welchen Wert, wo wir betriebswirtschaftliche Prozessbetrachtungen machen, ja, welche Ziele wollen wir eigentlich erreichen bei den Prozessen, die wir mit Software gestützt beispielsweise verbessern wollen, und dass wir über die Architektur sprechen, was denn eigentlich die richtigen technologischen Entscheidungen sind, um daraus Priorisierungen für unser Portfolio-Programm zu machen. Und wir nutzen auch überhaupt kein neues Werkzeug dafür, um diese Entwurfsentscheidungen zu sammeln, sondern wir nehmen da die Canvas-Modelle mit ihren Personas von der User-Interface-Seite mit Entwurfsentscheidungen fachlicher, technischer Art, mit den Features, die halt realisiert werden müssen. Und das ist genau unser Behälter, mit dem wir dann eigentlich weitergehen. Wenn wir dafür jetzt arbeiten, dann verbirgt sich hinter so einem Value Stream dann tatsächlich unser Team of Agile Teams, und der arbeitet in diesen Sequenzen, in den Kadenzen, dass wir alle Vierteljahre dann quasi die wertvollsten Anforderungen aus unserem Portfolio-Backlog rausnehmen, die verplanen, und das ist wirklich der Moment, wo aus genehmigtem Budget echte Kosten werden. Das heißt, wir haben in unserem Budgetierungskreislauf eigentlich so etwas, dass wir mit jeder Initiative neues Budget bereitstellen. Dieses Budget schütten wir in einen gemeinsamen Budgettopf, aus dem finanzieren wir unsere Trains, und die wichtigsten Anforderungen der einzelnen Initiativen werden dann Quartal für Quartal geplant, und mit dieser Planung für dieses nächste Quartal können wir aus den verschiedenen Geldquellen, das ist ja jetzt im Topf vermischt, das Geld, können wir dann tatsächlich dann die entsprechenden Mittel rausnehmen, um echte Kosten zu erzeugen, das heißt also tatsächlich Wert zu schaffen für den Aufwand, den wir zeigen. Das ist eigentlich der Regelkreislauf aus der Budgetierung heraus, den wir machen. Und um diesen Prozess zu steuern, machen wir das mit diesem Portfolio-Scrum-Team, das ich vorhin schon mal erwähnt habe. Hier ist mal ein Überblick über ein Standard-Kanban-Modell für so einen Reifungsprozess in so einem Portfolio. Das heißt also, wir haben diesen Funnel, haben wir vorhin auch gehört. Für einen Funnel definieren wir auch keine Work-in-Progress-Limits, also Gedanken sind frei. Wir können eigentlich beliebig viele Dinge machen. Aber es ist im Prinzip, jeder Pull in einen nächsten Zustand ist im Prinzip eine Entscheidung, die wir in unserer Governance-Struktur irgendwo verankert haben müssen. Jeder Pull ist eine Investitionsentscheidung. Wenn wir sagen, eine Idee klingt cool, das wollen wir mal besser verstehen, dann ist das eigentlich die Entscheidung, lass uns mal Refinement-Kapazitäten investieren, um aus einer Idee sowas wie eine Anforderung zu machen. Was wären mögliche Lösungsvarianten? Wie könnten wir das angehen? Wie können wir Bedürfnisse in Lösungen verwandeln? Das sind dann die ersten Dinge, die dann gehen. Das können wir dann schon mal bewerten mit einer Metrik, die heißt Weighted Shortest Job First, werde ich gleich nochmal erwähnen. Und wenn wir das dann entsprechend analysiert haben, dann haben wir sowas wie ein Lightweight Business Case, so ein One-Pager, sowas wie dieses Projektplakat, was wir vorhin gesehen haben, kann man ganz ähnlich nehmen, entstanden aus den Entwurfsentscheidungen unseres Canvas-Modells, auf dem wir dann im Prinzip unsere Entscheidung sagen, ja, davon haben wir jetzt die wichtigsten Dinge verstanden, also lass uns mit der Implementierung starten. Und hier ist dann unser letztendliches Backlog mit den geprüften Anforderungen, aus denen wir jeweils ziehen, was in die Implementierung und in die spätere Produktion gehen soll. Was ist unsere Metrik, mit der wir da priorisieren? Da alleine könnte man viel drüber sprechen. Jede Metrik hat natürlich irgendwie ihre Eigenheiten, und jede Metrik beeinflusst das Verhalten derjenigen, die versuchen wollen, dieser Metrik zu gefallen. Das wird oft als Unfall bezeichnet. Bei uns ist es tatsächlich gewollt. Was wir hier eigentlich mit dieser Metrik machen, heißt, wir haben drei Einflusskomponenten für Wert. Wir reden über Cost of Delay als eigentlich das Gemeinsame. Wir beziehen uns da auf Donald Reinertsen. Er war auch mal hier, gibt ein cooles Interview auf eurem Channel mit dem Donald Reinertsen. Und da redet er auch darüber, was ist diese Cost of Delay und welche Bedeutung hat das. Und sein Statement ist, wenn wir irgendetwas zur Priorisierung messen wollen, dann lass uns die Cost of Delay nehmen. Und die Cost of Delay beschreibt also, was kostet es uns als Unternehmen, wenn wir das nicht tun? Ja, und da kriegen wir dann Äpfel mit Birnenwährungen sehr schön verglichen und können relative Schätzungen machen.
Rein praktisch lässt sich das umsetzen, dass das, was die meisten von euch kennen, was reiner Business Value ist, also was verdiene ich damit, was mache ich für einen Umsatz, was macht Atlassian mit irgendwelchen Features für Umsatz oder was spare ich für Kosten, wenn ich bestimmte Automatisierungen habe, das bringe ich irgendwie ins Verhältnis zu dem, was die typischen Investitionsentscheidungen für Infrastruktur sind. Ja, dass wir technische Schulden abbauen oder überhaupt Architekturen so aufbauen, dass wir wenig technische Schulden haben, dass wir in unsere Entwicklungsinfrastruktur investieren. Das sind Dinge, die bekommen ihren Wert aus dem, was wir Risk Reduction, dafür steht das R, oder Opportunity Enabling, was sie daraus eigentlich an Wert erzielen. Und beide Wertkomponenten können wir mit Team Estimation Game Praktiken dann wirklich mit in Schubladen packen von Werten von 1, 2, 3, 5, also Fibonacci-Schubladen, die wir bauen. Und Time Value ist eigentlich Time Criticality, das heißt, das ist das Zünglein an der Waage, was zwischen diesen beiden dann entscheidet und sagt, also was ist wirklich dringlich in den nächsten 3 Monaten zu tun und was ist zwar auch jetzt wertvoll, aber in 3 Monaten noch genauso wertvoll. Ja, das ist dann nochmal, was die Dringlichkeit reingibt. Und das Gemeine an der Metrik ist das, was wir Job Size nennen. Nämlich, wenn wir das nach dieser Formel hier tatsächlich dann so ausrechnen, dass wir sagen, ja, die Wertkomponenten geteilt durch die Job Size, dann merken wir, dass nur die kleinen Jobs hoch priorisiert werden. Und die kleinen Jobs hoch zu priorisieren, deswegen heißt es Weighted Shortest Job First, bedeutet, die großen strategischen Initiativen werden nicht hoch priorisiert. Und das ist der Zeitpunkt, wo die meisten dann irgendwie nach einer Zeit sagen, das ist ja eine scheiß Metrik, weil die wirklich wichtigen Projekte werden nicht hoch priorisiert. Und dann fängt das Spiel erst an. Ja, weil in dem Moment geht nämlich die Diskussion los, warum ist denn eure strategische Initiative so groß? Und die sind in der Regel so groß, weil was als strategisch attributiert wurde, wo der Zettel strategisch war, da wird noch mehr draufgeworfen. Ja? Weil das ist schon mal durch den Entscheidungsprozess durch und dann kriegt man das mit hin. Aber das verstopft unser Rohr vom Fluss. Das heißt, wir wollen kleine Jobs haben, um Fluss im System zu halten. Und diese Metrik bedeutet, wir stellen die Frage, kriegen wir nicht sowas wie ein MVP, ein Minimum Viable Product, aus dieser strategischen Initiative, mit dem wir das nächste Vierteljahr mal anfangen können? Ja, und können wir nicht nach einem Vierteljahr oder spätestens einem halben Jahr tatsächlich mal was liefern, was ein erstes Paket für die strategische Initiative ist und dann gehen wir wieder ins Lernen. Ja, was haben wir denn für User-Feedback, für Kunden-Feedback aus dem, was wir in dieser strategischen Initiative im ersten Schritt gemacht haben? Und das ist wirklich deswegen eines der wichtigsten Werkzeuge überhaupt. Zweiter Teil, Governance-Struktur. Wir treffen typischerweise auf große Unternehmen, die über Jahrzehnte oder Jahrhunderte gewachsen sind und entsprechend viele Gremien gibt es. Das ist mal eine real existierende Gremienstruktur. Das heißt also, dass rund um ein strategisches Programm, jeder dieser Kasten ist ein Steering-Komitee für verschiedene Dinge, teilweise Fehlerbehandlung zu priorisieren, teilweise hier wirklich Boardsitzungen. Ja, was sind die strategischen Initiativen? So kann man natürlich nicht steuern. Ja, so kann auch ein Atlassian nicht steuern. Ja, was unsere Aufgabe als erstes in so einer Struktur ist, ist im nächsten Schritt erstmal zu sagen, was alles brauchen wir an Gremien nicht mehr. Ja, und dann hat man eventuell auch über die verschiedenen Level der Abstraktion, die wir vorhin auch gesehen haben, ja noch so ein Project-Level, wo man wirklich operativ steuert. Das muss aber gar nicht als Gremium sein, sondern operativ steuern heißt arbeiten. Und dann entscheiden, Decentralized Decision Making, auf der Basis des Wissens, was ich aus meiner Rolle habe dann tatsächlich und auf der Basis des Wissens, was ich über die strategischen Rahmenbedingungen habe, dezentral schnell entscheiden zu können, was eigentlich zu tun ist und was nicht. Und hier werden die strategischen Initiativen dann tatsächlich gemacht. Und wenn ich mir dieses strategische Priorisierungsgremium angucke, bei uns heißt das Lean Portfolio Management, LPM-Gremium, ist auf der obersten Ebene unseres Dings, dann haben wir typischerweise Standardagenda. Das heißt, monatlich tagt dieses Ding, monatlich wird wirklich geguckt und jeden Monat gucken wir, ja, wo stehen wir eigentlich, was ist an neuen Einflussfaktoren passiert, was ist in der Entwicklung passiert, wie ist der Stand der Entwicklung, der Fortschritt in den verschiedenen Initiativen. Dann gibt es einen Schwerpunkt, über den rede ich gleich nochmal auf der Seite, dann sind eventuell oder immer eigentlich Fragen zu diskutieren. Wenn wir in großen Organisationen sind, haben wir viele hundert Topics, die im Prinzip auf der Agenda stehen würden. Es wird typischerweise von selbst auf die Agenda gehoben, wo es große Veränderungen gegenüber dem letzten Monat gab in der Priorisierung. Und jedes Boardmitglied
hat das Recht und die Pflicht, anzumelden. Über das Thema möchte ich aber mal sprechen. Aber wir kommen eigentlich aller Erfahrung nach nur dazu, über 20% der Topics, die überhaupt im Portfolio stehen, in dem Board zu sprechen. Der Rest wird dezentral gemäß der Rahmenrichtlinien, die wir haben, tatsächlich operativ durchgesteuert. Das heißt, das sind dann solche Discussion Requests. Ja, und dann werden nochmal die Entscheidungen zusammengefasst und wir sind fertig. Kommen wir mal auf das Schwerpunktthema. Ich habe das mal so beispielhaft gemacht. Alle 3 Monate ist diese Umwandlung von Budget in echte Kosten. Das heißt, wir beauftragen tatsächlich bestimmte Themen. Das ist das Pull in Richtung Implementation. Das wird hier tatsächlich bestätigt. Da wird man nochmal drauf schauen. Entspricht das tatsächlich dem, wo wir sind? Das ist alle 3 Monate das Schwerpunktthema. Dann sehen wir hier zweimal das Thema Strategy. Das heißt, Strategiediskussionen, wohin gehen wir, was hat sich im Markt verändert, ist keine jährliche Diskussion. Wir bevorzugen es sogar 3-mal pro Jahr zu machen, aber mindestens 2-mal pro Jahr in dem Gremium auf diese Strategiethemen einzugehen und da sich auch Zeit für zu nehmen. Das ist kein Halbstunden-Topic, dieser Main-Topic, sondern das ist eine Halbtages-, nach Möglichkeit Tagessitzung. Dann wird hier tatsächlich 3-4 Stunden gerungen über das, was zu tun ist. Das ist diese Strategie. Ein anderes Thema ist, dass wir regelmäßig, ich habe es ja auch 3-mal auf der Agenda, in bestimmte Themen, die eigentlich gerade aus dem Ideenstatus rauskommen und wo gesagt wird, also was bedeutet das für uns? Also ja, was wäre ein Agile Hive jetzt für euch tatsächlich im nächsten Schritt zu tun? Wirklich Refinement auf dieser strategischen Ebene in dem Board zu diskutieren. Ja, was gibt es für Implementierungsvarianten, solche Dinge zu tun? Was wären für Marktsegmente, die wir damit bedienen können? Also wirklich in die Tiefe für bestimmte strategische Themen zu gehen, ist eines der wichtigen Punkte, die wir regelmäßig als ein Schwerpunktthema haben. Und das Letzte, was ich hier nochmal erwähnen will, heißt Resource und Budgeting. Das sind Planungsrunden. Und planen bedeutet nicht nur die Roadmap, wann kommen welche Features oder welche Epics denn wahrscheinlich dann in Produktion, sondern auch auf unser Backlog zu schauen, was brauchen wir eigentlich für Skills, um diese Dinge denn auch entwickeln zu können. Denn das Recruitment und das Aufbau von Know-how ist ein trägerer Prozess, als die Anforderungen in unser System kommen. Ja, das heißt, wir müssen darauf mit einem gewissen Vorlauf reagieren, damit wir dann, wenn wir die Planung haben, tatsächlich die notwendigen Skills haben, um ohne Flaschenhälse die Dinge dann auch wegentwickeln zu können, wie sie sind. Den Status über das, was wir tun, den können wir berichten mit bestimmten Reports. Da kommt das Agile Hive natürlich ins Spiel. Da wir ein großes Kanban-System haben, sind die CFDs, die Cumulative Flow Diagrams, für uns eigentlich ein ganz wichtiges Steuerungsinstrument. Das heißt, hier wo dann die verschiedenen Zustände, die wir haben, also das sieht man hier jetzt nicht mehr ganz deutlich, aber da ist unser Backlog und was ist in der Implementierung, was ist fertig, ja, was ist gerade in der Vorbereitung, in der Plan, das sind die verschiedenen Zustände unseres Kanban-Systems, was wir vorgestellt haben. Und dann kann man sehen, hier am Anfang haben wir ein paar Dinge zu viel eigentlich vorbereitet. Solche Reflexe kennt ihr alle. Also ja, wenn ein neues Thema kommt und man will seine Stakeholder zufriedenstellen, dann sagt man, wir fangen damit schon mal an. Ja, das führt dazu, dass man hier Halden produziert. Ja, und hier hat man gesehen, hier ist dann eingegriffen worden, die Halde ist runtergegangen und dann kommen wir hier in so einen Flusszustand, in diesem Vorbereitungszustand eigentlich rein. Ja, hier hat man dann manchmal ein leergelaufenes Backlog. Das sollte nach Möglichkeit nur direkt vor der nächsten Planungssitzung sein. Es ist wirklich ein extrem cooles Steuerungsinstrument. Wer mit Kanban-Systemen schon mal zu tun hatte, der weiß das. Leider Gottes wird aus unserer Sicht das Kanban in dem Scaled Agile Framework viel zu wenig betont, obwohl es 4-mal auf dem Big Picture steht. Aber wirklich praktisch operativ mit Kanban zu managen, ist ein extrem cooles Werkzeug. Und das ist natürlich das, was das Agile Hive quasi aus der Box liefert. Wenn ich ein Kanban-System anliege, dann kriege ich solche Dinge rein. Hier haben wir sowas wie Fortschrittsdiagramme. Das heißt also, für ein Epic auf Portfolio-Level kann ich sagen, der rote Strich war eine Ursprungsschätzung. So etwas ist schon fertig. Die hellgrünen Dinge sind gerade in Arbeit. Aus dem, was wir gelernt haben, hat sich ergeben, wir haben einen neuen Planungsstand, was wir eigentlich erreichen werden.
Das sind solche Fortschrittsdinge. Und wenn man das zum Beispiel für ein Epic mit seinen verschiedenen Features betrachtet, dann kriegt man solche kumulativen Burn-Ups. Ja, das heißt, ich habe hier mal geschrieben, also stellen wir uns mal vor, das ist so, weil wir ein konstantes Team oder ein konstantes Team of Teams haben, die kumulierte Kostenkurve, die wir zu der Entwicklung haben, wo wir durch das Team of Agile Teams eigentlich die Dinge wegarbeiten. Und dann kennen wir das, also klassisches Wasserfall hat eine Value-Delivery-Kurve von irgendwie so. Und dann sagen wir, wir müssen iterativ arbeiten, dann geht es so stufenweise und dadurch das Risiko. Was wir eigentlich durch das Weighted Shortest Job First erreichen, ist, dass wir sehr schnell die wertvollen kleinen Dinge machen und wir eigentlich, weil wir inkrementell liefern, zu jedem Zeitpunkt, wie hier beispielsweise, entscheiden können, es ist jetzt gut. Ja, der Rest wird eigentlich mit den neuen Ideen, die wir ja dauernd generieren, in seiner Wert-Kosten-Verhältnis nicht mehr konkurrieren können. Und wir schließen unsere Initiative an dieser Stelle erfolgreich ab. Ja, der Rest an Funktionalität ist sowieso im Sediment unseres Backlogs verschwunden, weil ja die anderen Dinge immer höher priorisiert sind. Und das müssen wir ab und zu ausschöpfen. Ja, also das wird dann wie in der Güllegrube einfach dann regelmäßig rausgenommen und und damit ist ohne Gesichtsverlust ein Projekt früh zu beenden. Und das ist der eigentliche Effektivitätshebel, wenn wir diese flussorientierte Portfoliosteuerung, also wirklich Lean Agile Principles in der Portfoliosteuerung anwenden, dass das sich automatisch aus der Steuerung, aus der Priorisierung ergibt. Zum Schluss nochmal drei Worte zu dem Thema also Budgetsteuerung. Ich habe erwähnt, wir gehen generell davon aus, dass wir Geld für strategische Initiativen tatsächlich bereitstellen. Ich habe erzählt, dass wir sagen, diese Budgets werden in einen gemeinsamen großen Topf geworfen, aus dem wir dann unsere Teams finanzieren. Und wir können dann aber trotzdem themenbezogen reporten, wie viel Geld haben wir tatsächlich ausgegeben, wie viel Arbeit haben wir investiert für ein bestimmtes Thema und können daraus immer so Restbetrachtungen machen. Das heißt, ja, wenn ich abschneiden will, muss ich sagen, wie viel Wert bekomme ich für den Rest meiner strategischen Initiative noch? Und das konkurriert auch immer mit den neuen Initiativen, die reinkommen. Und dadurch habe ich natürlich für bestimmte strategische Initiativen in meiner Planung so unterschiedliche Zuweisungen. Das heißt, wie viel Prozent von meinem Gesamtgeldtopf werde ich eigentlich voraussichtlich investieren für das strategische Thema A, für strategische Thema B, für strategische Thema C. Aber ich habe halt immer nur dieselbe Menge, in diesem Idealfall, an Kosten, weil ich ja mein stehendes Team habe, von dem ich jetzt mal planungstechnisch ausgehe. Das Spannende ist, dass die Summe unserer Investmentbudgets, das heißt der genehmigten Budgets, wirklich größer sein kann und in der Regel auch größer ist als das, was wir wirklich ausgeben, weil wir immer wieder Budget genehmigt haben für 100% Scope, aber nach 80% Scope ja vielleicht erfolgreich abbrechen. Das heißt, wir haben eigentlich in dieser Art von Portfoliosteuerung diesen erstmal überraschenden Effekt, dass wir mehr Geld genehmigen, als wir ausgeben. Ja, das ist erstmal sehr ungewohnt für die Leute, die in Portfoliosteuerung klassischer Art arbeiten. Aber es ist wirklich der Mechanismus, den man dauernd beobachtet. Wir hatten das bei einem großen Kunden, ja, wo wir diese Mechanismen angefangen haben einzusetzen. Ja, da war der erste Effekt, wir hatten zu Beginn 80 Millionen Euro Budget und die wurden ausgegeben. Dann haben wir gesagt, jetzt lassen wir mal unsere ganzen Lean Agile Principles wirken, Flaschenhälse wirken, dadurch sind manche Gelder nicht ausgegeben worden. Auf einmal wurde nur noch 50 Millionen ausgegeben, man hatte aber denselben Effekt wie für die 80 Millionen. Das ist unternehmerisch natürlich total cool, für das Konzerncontrolling war das ein GAU. Ja? Ja, da ist Geld nicht ausgegeben worden, was verplant war, das kann nicht sein. Ja? Und dann greifen aber die Kanban-Mechanismen dann tatsächlich mit der Effektivität, die wir jetzt gemacht haben, schrittweise wieder hochzufahren und mit dem Effektivitätsgrad, den wir auf dieser Art der Steuerung haben, tatsächlich dann auch die 80 Millionen vernünftig auszugeben. Das sind die typischen Reifegrade in der Organisation. Und das, was ich erwähnt habe, dass wir eben auf der Basis dessen, was wir hier in unserem Backlog stehen haben, auch sagen, welche Skills brauchen wir, das sind auch eigentlich nur Budgets, ja, und welche Skills brauchen wir für welche Themen, in welcher Art und Weise, und das ist wirklich eine Managementdisziplin, die wirklich dafür sorgt, dass wir wenig Flaschenhälse im System haben, und meistens sind es die Skill-Flaschenhälse, die wirken, um durchzukommen. Schließlich
machen wir die Planungssitzungen. Alle Vierteljahr kommen die Teams auf Agile Teams zusammen, klären ihre Abhängigkeiten, klären auch ihre Roadmap. Ja, das heißt also mit dem, was wir jetzt geplant haben, wie verändert sich die Mittelfristplanung, also diese Sicht auf das Jahr. Und das ist dann genau der Inhalt der Steuerung, gegen die dann das Reporting aus dem Tool wieder laufen kann und wo wir dann im Gremium drauf arbeiten. Das war ein Husarenritt durch so einen Prozess. Vielleicht noch eine abschließende Bemerkung, wie lange dauert so eine Implementierung, wenn man 30 Minuten drüber sprechen kann. Typischerweise steht das nicht am Beginn einer agilen Transformation, sondern wir lassen erstmal die Teams in Schwung kommen. Wir lassen tatsächlich mal die Wirkung erzielen, die wir mit den ganzen agilen Praktiken haben. Und dann ist es typischerweise nach einem halben, dreiviertel Jahr, dass man anfängt, solche Diskussionen zu führen. Und man hat halt ganz viele alte Management-Reflexe, die einen immer wieder aufhalten. Etwas, was wir in der Pause nochmal diskutieren können, ist, was schadet eigentlich ein Projektbegriff in so einem? Ich habe jetzt gar nicht über Projekte, sondern also ein Projekt kann man als ein Bündel auf Epics betrachten und dass wir eben nicht gegen die 100% Scope managen, sondern immer nur gegen den Wert. Das habt ihr jetzt quasi mal mitbekommen und das braucht in der Regel mindestens ein Jahr. Meistens sind es 2-3 Change-Wellen, die wir durch die Organisation ziehen. Das heißt über 2-3 Jahre, bis wir im Konzern tatsächlich so etwas hinbekommen. Ich danke dafür, dass ihr so brav zugehört habt und freue mich auf die Diskussion. Wenn du dem Jens einen Tipp mitgeben könntest nach Sydney, welches Element er vielleicht aufgreifen könnte aus diesem Prozess, den du dargestellt hast, was wäre das, wo du sagen würdest, das könnte bei Atlassian vielleicht den größten Value schaffen? Ja, also ich bin nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber es ging um die Abhängigkeiten. Und ich habe verstanden, dass die Abhängigkeiten bei euch über das Tool im Wesentlichen gemanagt werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, Abhängigkeiten lassen sich durch Kommunikation besser klären. Ja, das heißt, das, was dieses PI-Planning ist, also wirklich dann die, die an einem Produkt in mehreren Teams arbeiten, regelmäßig tatsächlich zusammen die Abhängigkeiten face-to-face miteinander diskutieren zu können, selbst wenn sie an mehreren Kontinenten sind, dann kann man das auch entsprechend überbrücken. Und das Tool wirklich nur als Reporting-Tool nutzen, also wie sind wir auf dem Pfad, das wäre, glaube ich, mal der erste Rat. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ja, es ist auch tatsächlich so, dass wir mit den anderen reden. Das muss man schon machen und sagen, was ist denn die Anforderung, die ihr habt? Das Tool wirklich dient dazu, dass man sagt, wir haben die Abhängigkeit, die Person ist verantwortlich für die Abhängigkeit und da ist eine Checkbox dahinter, alles klar. Also das ist die Diskussion ist auf jeden Fall sehr wichtig, ein wichtiger Bestandteil davon. Ja. Aber also dieses PI-Planning, wo die Teams wirklich dann 2 Tage konzentriert zusammen Planungsarbeit machen, das ist ein echtes Asset. Ja. Wer kommt denn hier aus einer Organisation weniger als 1000 Mitarbeiter? Das sind auch einige. Wir haben ja mit 150 Leuten auch schon das Thema, dass wir sehr viele Ideen haben, die wir realisiert haben möchten und auch viele Strategien vielleicht, die so in der Schublade liegen. Was wäre denn da so eine Art Lightweight-Variante dessen? Was würdest du dort vorschlagen? Eigentlich können wir all das, was ich heute erzählt habe, unabhängig von der Größe tun. Also wenn wir in den ganz großen Organisationen sind, dann haben wir ein paar mehr Zustände. Das heißt, wir müssen so strategische Vorpriorisierungen machen. Das geht dann meistens mit diesen Quadrantenbildern, die McKinseys dieser Welt oft in die Welt schaffen, also aus den 1000 Ideen mal 100 zu machen. Wenn wir in kleineren Organisationen sind, dann haben wir diese 100 und wir müssen daraus vielleicht nur 50 herauskristallisieren, die wirklich diskussionswert sind. Aber die Tools, die ich hier beschrieben habe, die funktionieren genau so. Das heißt, dieses Priorisieren, dieses Planen, dieses kaskadierende Planen, also von in den Kadenzen zu planen und tatsächlich im kontinuierlichen Fluss tatsächlich die Priorisierung immer wieder anpassen, um alle Vierteljahr das richtige, wertvolle Teil dann quasi zu beauftragen. Das greift genauso, wie ich es beschreibe, eben auch wenn ich das, was wir ein Agile Release Train 100, 150 Leute nennen, haben, oder wenn ich ohne Safe-Mechanismen auf Programmebene, ja, wir haben coole Projekte,
mit dem Stefan Rook von der IT Agile beispielsweise gemacht, wo wir gar kein pures Save auf der Programmebene hatten, sondern wo wir viele Rollen gar nicht brauchten, weil wir nur 3-4 Teams zu synchronisieren hatten. Diese Ebene greift immer, nämlich dieses Budgets planen, in Kosten umwandeln, wegarbeiten und zu sehen, was bleibt noch übrig und wie wertvoll ist das noch. Das ist der Mechanismus, der greift immer. Okay, super. Ich fand das sehr interessant, was ich jetzt eben gesehen habe. Was ich jetzt noch als Frage hätte, wäre: In einer idealen Welt sind für strategische Themen dann sofort auch die entsprechenden Skills und Ressourcen vorhanden. Mhm. Meine Erfahrung ist, dass es nicht so ist. Ja. Das heißt, ich auch wenn ich Silos auflösen will und wenn ich sage, okay, Teams sollten weitestgehend einander abdecken können oder die handelnden Personen, dann gibt es doch spezielle Themen, die ich eben mal nicht so schnell abdecken kann. Das heißt, wenn ich also strategische Themen habe, ich habe auch eine Budgetplanung, ich habe einen Forecast, dann wachsen jetzt meine Spezialisten ja nicht auf dem Baum. Ja. Sondern da braucht es Vorlauf, die Leute müssen eingearbeitet werden, dann habe ich möglicherweise Spitzen, dann habe ich wieder irgendwelche Zeiten, wo dann Leerlauf ist. Also wie kriege ich das in so einem Prozess denn Best Practice gewuppt? Also wirklich ganz, ganz wichtige Frage. Ich habe es versucht, hier zu adressieren, als wir gesagt haben, wenn wir über das Backlog schauen und über unsere Roadmap schauen, dann müssen wir nicht nur sagen, wann sind Liefertermine für bestimmte Features, sondern wann brauchen wir welche Skills, um diese Dinge tatsächlich bearbeiten zu können, in welcher Menge. Ja, und was ich hier stehen habe, ist mal so, was haben wir eigentlich an Java-Know-how, was haben wir an UX-Know-how, was haben wir an Business-Know-how notwendig oder gerade diese Spezialisten, die oft den Flaschenhals bilden. Oft sind es Spezialisten von Altsystemen, die vor 20 Jahren gebaut wurden, die den Flaschenhals für die Neuentwicklung bilden, weil wir Koexistenzszenarien bauen müssen. Also das sind solche Dinge. Wir versuchen auf der Portfolio-Ebene eine Rolle zu implementieren, wir nennen das Skill and People Lead. Diese Rolle hat im Wesentlichen, und das ist übrigens keine Safe-Rolle, die gibt es im Scaled Agile Framework nicht. Und das ist eine Rolle, die hat als wesentliche Aufgabe, auf diese Roadmap zu schauen, auf unser Backlog zu schauen, das versuchen zu evaluieren. Er redet da viel mit den Architekten, ja, weil das ist natürlich technologisch relevant, welches Know-how ich auch brauche, mit den Fachleuten, welches Fach-Know-how ich brauche. Und der malt dann diese Bedürfnis-Know-how Budgets über die nächsten Quartale. Und dann wird gemappt, wie sieht das eigentlich mit dem Ist-Zustand auf. Und dann wird mit den Leuten, die halt für die Trains verantwortlich sind, überlegt, welche Know-hows brauchen wir weniger, wo müssen wir tatsächlich dann auch Ausbildungsmaßnahmen mit einplanen, wo müssen wir eventuell Recruiting-Maßnahmen einplanen, damit wir dann zu dem Zeitpunkt, wo wir hier zu Beginn unseres Planungsquartals 3, wo wir diese Aufträge, die dieses Know-how brauchen, tatsächlich dann bearbeiten wollen, dass dann das Know-how da ist. Ja, also ich beobachte das ganz genauso. Die Features werden wunderschön geplant, aber die Skills nicht. Ja, und das ist eine der wichtigen Disziplinen, die wir dann auf dem Portfolio-Team verankern. Hilft das? Auch noch was für einen Dialog dann. Genau. Ja. Ach so, wenn... Ja. Also wenn ich diese immer bekannten Flaschenhals-Skills habe, da kommen halt solche Praktiken wie eben Pairing rein, wo wir sagen, klar, ja, wir planen eine andere Velocity ein, dafür, dass wir ganz bewusst Pairing-Maßnahmen in den Prozess reinnehmen und damit auf Dauer aber den Flaschenhals auflösen. Aber das sind tatsächlich Praktiken, die kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Die muss man nur tun. Und das bleibt dann meistens unter dem kurzfristigen Druck aus. Das muss man mit einplanen. Letzte Frage aus der Runde. Nein? Der Magen knurrt schon, das Essen ist schon aufgebaut. Ne? Insofern, Jimena nickt schon, hervorragend. Dann vielen Dank dir, Thorsten, nochmal. Gern, danke.